Unser Ring kann ein starkes Sicherheitsgefühl vermitteln und kann in Gefahrensituationen hoffentlich helfen. Ich bin häufig mit Freunden unterwegs. Und wir begleiten uns immer überall hin, weil wir immer Angst haben, dass irgendwo was passiert. Problem und Herausforderung an der ganzen Sache war, dass wir nicht das technische Know-how hatten. Also wir sind keine Ingenieure. Heute ist ein sehr, sehr wichtiger Tag für unser Sicherheitsring, weil wir heute das erste Mal unsere wirklich funktionsfähige Prototypen haben. Und die werden getestet, um zu schauen, ob alles so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich bin schon sehr aufgeregt. Eigentlich haben wir die letzten 3 Jahre genau darauf gewartet. Ich bin David Jakubowitsch und mit meiner Partnerin Anastasia zusammen haben wir einen Sicherheitsring entwickelt. Ich bin Anastasia Merz, 25 Jahre alt und wir haben ein Produkt entwickelt, was das Leben sicherer macht. Ich glaube nicht, dass ich das alles ohne Anastasia durchgezogen hätte. Die wichtigsten Faktoren waren einmal Sicherheit, natürlich alles Allerwichtigste für uns. Aber das Zweite war eigentlich schon direkt Design, also Lifestyle-Produkt und eine gute Handhabung. Hallo Jürgen. Hallo David, schön, heute dass ist du der da große bist. Tag. Ja, genau. Jürgen ist einer der wichtigsten Menschen gewesen in den letzten Jahren, weil er die Hardware entwickelt hat. Das ist ja für mich jetzt gleich auch eine Premiere, dass ich genau. das erste Mal einen Ring selber zusammenbaue. Ich weiß nicht, ob du Uhrmacherqualität hast. Demnächst kann ich dann alle Ringe selber fertigen. Ja, das ist das Ziel. Ich bin Jürgen, bin 60 Jahre alt und meine Tätigkeiten sind im Wesentlichen Hardwareentwicklung, Messtechnik und auch die Abwicklung oder die Bearbeitung von solchen Projekten. Ich betreue den David hier als Projektleiter. Ich war sehr gleich begeistert von der Idee, gerade weil ja diese Sicherheitsthematik ja durchaus sehr aktuell ist. Und ich auch kein Produkt am Markt kenne, was diese Funktionalität umfasst. Für uns ist heute der wichtigste Test der Dichtigkeitstest. Dafür wird der Jürgen ein Stück Vlies in den Ring integrieren, dann in eine Kammer stellen mit Flüssigkeit. Und dann werden wir nach ungefähr vier Stunden schauen, ist das Vlies nass geworden oder nicht. Dazu müssen wir jetzt diesen Musterring erstmal zusammenbauen. Und der Funktionstest, wir haben jetzt zum ersten Mal alle Teile zusammen und möchten die natürlich auch in Kombination ausprobieren. Genau. Das Sicherheitsringsystem besteht aus 3 Teilen. Dem Ring zum Auslösen des Alarms per Tastendruck. Dem Ladecase, aus dem ein lautes Alarmsignal ertönt. Und dem Handy, das ebenfalls ein Alarmsignal abgibt und gespeicherte Notfallkontakte per Nachricht informiert. Es sendet auch die GPS-Daten des Standortes. Magst du mal montieren? Ich kann es mal probieren. Es ist auch wirklich schwierig mit den Handschuhen. Also in diesem Ring befinden sich ca. 60 elektronische Komponenten, die sehr klein sind, teilweise auch nur mit Mikroskop erkannt werden können. Die wichtigste Komponente ist der Schalter, weil der sicher auch den Alarm auslösen muss. Der Akku des Rings hält bei voller Ladung zwischen 10 und 14 Tagen. Ich finde es schon faszinierend zu sehen, wie viel Elektronik auf dieser kleinen Platine drauf ist. Also es zeigt ja schon, wie komplex der Ring ist und wie schwierig es auch war, diese ganze Technik so klein hinzubekommen, dass die auch wirklich passt. Also ich bin natürlich schon etwas nervös, bin echt gespannt, bin ein bisschen beruhigt, weil Jürgen hatte eigentlich mal ein ganz gutes Bauchgefühl, weil in der Vergangenheit hat er oft gesagt, der Taster wird nicht dicht sein. Falls aber die Tests nicht klappen sollten, wäre das für uns auf jeden Fall kein Grund aufzugeben. Also wir wollen ja wissen, ob hier Wasser eindringt. Beim Taster. Ist, genau. Und ob dann das Wasser in diesem Kabelkanal nach unten läuft zur Elektronik, das wäre fatal, dann wird die Elektronik zerstört. Und deshalb wollen wir diese Dichtfläche, diese Lippe, die wir hier sieht, mal gucken, wie gut die abdichten kann oder ob wir noch andere Dichtungsmaßnahmen hinzufügen müssen, wie Kleben, Dichtmasse etc. Dazu habe ich jetzt in diesem Ring, das hast du ja gesehen, ein Fließmaterial eingearbeitet, welches Wasser aufnimmt. Und wenn Wasser eindringt, können wir das... Okay, also für uns ist das Ergebnis, ist das Vlies nass? Ist es trocken? Oder ja? Genau. Okay, gehen wir mal zum Ofen rüber. Dann starten wir mal. Das ist schon vorbereitet. Jetzt ist das recht nass da drin.
Ich habe jetzt eine feuchte Atmosphäre erzeugt bei 45 Grad Celsius, ja, und kühle jetzt runter. Und dadurch ist ja die Luftfeuchtigkeit, die da im Ofen drin ist, die kondensiert und erzeugt so ein richtiges Höhlenklima. Okay. Genau. Zusätzlich können wir es nachher noch benässen mit destilliertem Wasser. Dadurch, dass wir ein Sicherheitsprodukt sind und du trägst ja den Ring immer an einem Finger, ist es sehr, sehr wichtig, dass, ich sag mal, wenn es mal regnet oder du dir die Hände wäschst oder schwitzt oder Handcreme, dass da keine Flüssigkeit reingeht, weil sonst ist der Ring kaputt. Deswegen ist das für uns so, so wichtig, dass wir wirklich einen dichten Ring haben. Wenn man überlegt, dass wir jetzt 3 Jahre an dem Produkt arbeiten, 1,5 Jahre haben wir uns jetzt mit dem Taster beschäftigt. Deswegen hoffe ich jetzt echt, dass dieser Test jetzt funktioniert. Deswegen müssen wir jetzt mal echt die Daumen drücken. Wir haben ein sehr, sehr großes Ziel mit dem Ring. Und zwar wollen wir die Welt damit sicherer machen. Wir wollen den Menschen ein Sicherheitsgefühl geben, egal in welcher Situation man sich gerade befindet. Sei es im Alltag, am Morgen, am Abend, in der Nacht, in der Dunkelheit. Es ist eigentlich egal. Hauptsache, man fühlt sich sicher. Und gerade dieses Selbstbewusstsein, was man ausschaltet, indem man sich sicher fühlt, schreckt viele Täter ab. Hast du schon mal schlechte Erfahrungen auf dem Nachhauseweg gemacht? Erzähl davon in den Kommentaren. Also wir sind jetzt hier gerade mitten in der Altstadt, wo ich auch immer unterwegs bin, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. Man hört schon Krankenwagen, wahrscheinlich oder Polizei, ja, Rettungsdienst. Also hier tut sich immer was und leider nichts Positives häufig. Alleine fühle ich mich hier nicht so sicher. Die Idee, dass wir ein Sicherheitsprodukt entwickeln wollen, ist eigentlich hier entstanden, als wir in einer Nacht unterwegs waren und immer wieder mitbekommen haben, dass Frauen sich halt nicht sicher fühlen. War für mich halt klar, okay, lass uns was ändern. Natürlich ist der Ring am Ende für alle Zielgruppen bestimmt. Also sei es ältere Leute, Jungs, Frauen, egal wie. Also jeder sollte diesen Ring am besten haben, weil der einem einfach ein Sicherheitsgefühl gibt. Interessant war halt für mich dann auch, dass selbst in Begleitung von einem Mann, man als Frau solche Erfahrungen macht. In meinem Freundeskreis kenne ich eigentlich keine, die keine schlechte Erfahrung gemacht hat. Also es ist eigentlich eher alltäglich geworden. Seitdem ich mich mit dem Thema beschäftige und auch das Produkt entwickle, sind viel, viel mehr Freundinnen auf mich zugekommen und haben mir persönliche Erfahrungen erzählt. Es ging dann so weiter, dass ich vor allem mit Anastasia mich lange darüber unterhalten habe, auch mit ihren Freundinnen, und wir einfach gemerkt haben, okay, es ist ein großer Bedarf da. Und dann haben wir angefangen mit dem Thema Marktforschung. Wir dachten am Anfang, unsere Zielgruppe sind wahrscheinlich 16- bis 25-jährige Frauen, die abends viel unterwegs sind. Aber es hat sich sehr schnell herausgestellt, es gibt 13-, 14-Jährige, die sich schon total unsicher fühlen. Und dann gibt es auch die 70-jährige Dame, die auf dem Weg zur Bank ein total unwohles Gefühl hat, Geld abzuheben. Und es gibt auch viele Männer, die uns gesagt haben, ich fühle mich auch oft unsicher. Und deswegen sagen wir auch, dass unser Produkt ist für alle da und nicht nur für Frauen. Wie läuft denn der Selbstverteidigungskurs eigentlich heute Nachmittag? Die Rachel wird mir zeigen, wie man sich mit dem Ring vor allem selbst verteidigt, wie wir am besten den Ring in bestimmten Situationen auslösen können, okay, und wie wir uns verteidigen können. Also da bin ich mal sehr gespannt, weil Selbstverteidigungskurs machen ja auch viele andere Leute, aber in dem Fall mit dem Ring das auszuprobieren, ist ja schon mal interessant, ja, eigentlich. Ne? Ich achte mal sehr darauf, dass ich Dinge trage, die mir auch gefallen. Und mir ist aufgefallen, dass die Sicherheitsprodukte mir meistens eigentlich nicht wirklich zugesagt haben. Ich fand es jetzt nicht optisch ansprechend oder ich fand die Handhabung halt nicht gut. Heißt, wir entwickeln ein Sicherheitsprodukt, das ein Lifestyle ist. Genau, und ich wollte dir nochmal zeigen, was ich gestern Abend nochmal für Skizzen gemacht, ja, habe. Also das ist der finale Ring, ja, jetzt, wie ich den jetzt als letztes vom Design hatte. Und das ist jetzt praktisch das neue Design vom Ladecase. Du bist die verantwortlich fürs Design, also ich vertraue dir da. Ich finde es gut, aber vor allem, wenn du überzeugt bist, ist das für mich absolut fein. Da bist du die Chefin. Also wenn du sagst, okay, so, dann machen wir es so. Perfekt. Als ich fertig mit dem BWL-Studium war, habe überhaupt keinen technischen Background, dachte ich so, nehmen wir mal 1.000 Euro in die Hand, gucken mal, 6 Monate später haben wir vielleicht den ersten Prototypen. Da habe ich sehr schnell realisieren müssen, okay, so wird das nicht funktionieren. Und ich glaube, am Ende hat es ungefähr 1,5 Jahre gedauert. Einige Fördermittel brauchten wir, um dann den ersten Prototypen, sag ich mal, fertigen zu können. Der sah dann ungefähr so aus, aber ich glaube noch so ein bisschen klobiger noch. Ja. Und es war nur ein Designprototyp, also wir konnten noch nicht die Technik reintun und alles. Also das war eigentlich so das Erste, was wir in der Hand hatten. Und dann sind wir damit auf die Straße gegangen.
die Idee fanden die Leute gut, aber als wir dann den Ring in die Hand gedrückt haben, haben die gesagt, oh, ja, das würde ich jetzt eher nicht tragen. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, wir müssen uns was Neues überlegen, wir müssen filigraner werden, lass uns den Alarm aus dem Ring rausholen. Unser Ring hat eine Doppelalarmfunktion, heißt, es kommt nicht nur aus dem Handy der Alarm, sondern auch aus dem Ladecase. Und dann kamen wir halt recht schnell zu der Lösung und haben wieder Leute befragt und da kam schon deutlich besseres Feedback. Genau, und ja, und dann hat es, glaube ich, insgesamt ungefähr 3 Jahre gedauert, bis wir den ersten richtigen Prototypen in dem richtigen Material hatten, wo auch die Elektronik drin funktioniert. Wir haben so viele Prototypen gehabt und entwickelt und jedes Mal waren wir nicht zufrieden. Wir dachten, oh Gott, wann wird das jetzt eigentlich endlich mal das finale Produkt? Weil es war einfach so lange, bis wir diesen finalen Taster hatten. Genau, also das ist der finale Ring. Hier oben unter dem Glasbaustein wird dann die Technik und der Akku sein. Dann hier unten der Taster und hier in dem Ringgehäuse halt der Leiter zwischen dem Taster und der Technik. Wie wird gesichert, dass der Ring nicht ständig versehentlich auslöst? Man kommt jetzt nicht unbedingt schnell an den Taster dran. Wir haben auch dafür gesorgt, dass man keine Fehlalarme auslöst, wenn man eine Tasche trägt oder so in der Position, weil so passiert nichts. Egal wie fest du dagegen drückst, da passiert nichts. Du musst hier reinklicken mit dem Nagel am besten. Ist jetzt egal, wie der Nagel ist, aber es geht einfach darum, dass du hier richtig reindrückst und du dann einen Klick merkst. Und dann weißt du auch sofort, okay, jetzt habe ich den Alarm ausgelöst. Also wir haben uns schon ziemlich intensiv mit den anderen Produkten, die es aktuell auf dem Markt gibt, beschäftigt, weil wir einfach gucken wollten, was können die gut, was können die nicht gut, vor allem wie kommt es auch einfach bei der Zielgruppe an. Wenn ich jetzt angegriffen werde und ich erstmal schauen muss, oh, ich muss mal gucken, wo ist in meiner Tasche jetzt mein Pfefferspray, dauert das schon sehr lange und ist auch zum Teil in solchen stressigen Situationen vielleicht nicht gerade sehr vorteilhaft, weil man dann noch mehr stresst. Es gibt auch sowas wie so Taschenalarme, das könnte man sich jetzt ja auch irgendwie hier dran machen oder an Schlüsselbund. Also es ist auch wieder bei der Handhabung vielleicht nicht unbedingt ideal. Die haben 2 Funktionen, also der jetzt in dem Fall auch Licht, glaube ich. Da Licht. Und aber auch halt ein Alarm, ich lasse ihn mal aus. Ist auch sehr gut, man wird auf jeden Fall aufmerksam gemacht. Das sind auch weitere Taschenalarme, ehrlich gesagt auch nicht wirklich ansprechend, muss ich sagen. Auch ehrlich gesagt eher ein Wegwerfprodukt und auch aus Plastik. Also nicht unbedingt ist das nachhaltigste Produkt. Die erste Version des Rings ist aus Sterling-Silber und soll Anfang 2025 auf den Markt kommen. Wir wissen auch, dass es schon bereits Sicherheitsringe gibt. Der Unterschied aber zu unserem Sicherheitsring ist, dass wir nicht nur den lauten Alarm haben, der zur Täterabschreckung dient, sondern zusätzlich auch die Verbindung mit der App, dass halt auch die Notfallkontakte benachrichtigt werden mit den GPS-Daten, wenn der Alarm ausgelöst wird. Genau, und dass die Kontakte dann halt auch selber entscheiden können, was machen wir jetzt. Entweder gehen wir dorthin oder aber wir rufen die Polizei an oder wir rufen die Person erstmal selber an und schauen, wie die Situation ist. Es gibt ja auch schon bereits andere Sicherheitsprodukte, die am Körper getragen werden und eins wurde auch schon bei Einfach Genial vorgestellt. Hilfe rufen mit dem Armband. Das ist eine Entwicklung aus Berlin. Das Armband nutzt Mobilfunktechnologie, um Hilferufe wie ein Handy per SMS zu versenden. Über eine App kann man zum Beispiel die Kontakte festlegen, die im Notfall vom Armband per SMS benachrichtigt werden. Zum Auslösen muss Vanessa an der kleinen Kette am Armband ziehen. Die Erfinderinnen wollen nun testen, ob Passanten den Piepton auch in einer lauten Großstadtumgebung hören und reagieren. Ob jemand zu Hilfe kommt, ist ein anderes Thema. Die ganzen Sicherheitsprodukte, die es auf dem Markt gibt, auch die Apps, die haben alle sehr starke Vorteile. Nur uns war es wichtig, dass wir versuchen, alles miteinander zu verbinden. Deswegen haben wir auch bei uns in der App eine Liste mit allen wichtigen Notrufnummern, wie zum Beispiel auch Heimweg, Telefon, Polizei und so. Die haben wir alle nochmal zusammengefasst, damit man die alle auf einen Blick hat. Kennst du andere Sicherheitsprodukte? Schreib's in die Kommentare. Wir gehen jetzt zu der Polizei. Wir sind auch schon ganz aufgeregt, was die Polizei zu unserem Produkt sagt. Und vielleicht kann sie auch uns weitere interessante Tipps geben. Und wir werden mal sehen. Die Polizei hat natürlich die Erfahrung. Die haben mit verschiedenen Opfern wahrscheinlich auch schon viel gesprochen. Und die können uns natürlich noch mal ganz andere Insider-Informationen geben und Tipps geben, genau, worauf wir achten sollten. Also es wäre natürlich blöd für uns, wenn die Polizei uns jetzt mitteilt, dass wir eigentlich die letzten 3 Jahre völlig falsch entwickelt haben und dass das Produkt gar nicht wirklich gut ist. Nehmen Sie Platz, bitte.
Ja, mein Name ist Marion Hayers. Ich bin Polizeibeamtin hier bei der Polizei in Düsseldorf und schon seit über 10 Jahren in der Kriminalprävention tätig. Und dort bin ich zuständig für den Bereich Gewalt gegen Frauen und Mädchen und sexueller Missbrauch und Misshandlung von Kindern. In einer Studie des Bundeskriminalamtes zur Sicherheit und Kriminalität in Deutschland gaben 58% der Frauen an, beängstigende Orte im Dunkeln zu meiden. Opfer sexueller Belästigung zu werden, beunruhigte mehr als 25% der Frauen. Bei den Männern waren es nur 7% der Befragten. 40% der befragten Frauen verließen das Haus nachts gar nicht. Einen Abend hatten wir uns dann mal darüber unterhalten mit mehreren Freunden in der Stadt. Was gibt's denn eigentlich für Produkte, dass wir uns irgendwie sicherer fühlen können? Und dann, klar, kamen wir auf Pfefferspray, das hatte ich auch mal eine Zeit lang immer dabei. Dann gibt's ja jetzt mittlerweile diese Knöpfe, ich glaube, die kann man... Den sogenannten Schrillalarm, Taschenalarm. Genau, ja. Genau, den gibt's ja mittlerweile. Apps gibt es. Genau, jetzt gibt's Apps, ja. Bestimmte Apps. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie sicher sind denn die Produkte eigentlich wirklich? Wir haben es schon angerissen. Also die meisten, die ein Pfefferspray irgendwo besitzen, haben es nicht parat. Ja? Das ist das Erste. Und wenn sie es parat haben, dann können sie sich damit selber verletzen. Deshalb rate ich absolut davon ab. Ja. Zum Thema Schrillalarm würde ich gerne was sagen. Ich empfehle das, weil es laut ist. Ne? Ja. Es schützt mich nicht vor Angriff, aber es macht Lärm. Ja. Und wenn ich Aufmerksamkeit bekomme, ist das immer gut. Ja. Gut, dann zeige ich Ihnen mal unseren Ring. Also wir haben den Ring und wir haben ein dazugehöriges Ladecase. In dem Ladecase haben wir einen Alarm integriert. Und hier an dem Ring sieht man den Knopf. Und wenn man den drückt... Genau, am besten dieser Haltung mit dem Daumen, auch wenn man unterwegs ist. Und man möchte nicht unbedingt, dass es auffällig ist. Kann ich so gehen und kann dann einfach drücken. Und man merkt nicht unbedingt, dass ich jetzt gerade einen Alarm auslöse. Wir haben auch zwei Funktionen, einmal einen stillen und einen lauten Alarm. Also Standard... Kann ich das umstellen? Ja, also Standard ist immer der laute Alarm. Können wir gleich auch einmal zeigen. In welcher Situation hättest du einen Sicherheitsring gebrauchen können? Diskutier in den Kommentaren. Es müssen so um die 110 Dezibel sein. Was denken Sie, was halten Sie von einem Produkt von der Handhabung? Also ich finde, handfrei ist immer gut, Lärm machen ist immer gut. Stille Alarm, das wusste ich jetzt nicht, dass das funktioniert. Das ist natürlich auch eine Überlegung, wenn man so Opfer von häuslicher Gewalt zum Beispiel ist. Ne? Das muss man mal, da würde ich mich gerne noch mal mit beschäftigen auch. Ja, vielen lieben Dank. Es war sehr interessant und wir werden auf jeden Fall einiges alles annehmen. Gut, ja, vielen Dank für die ganze Zeit. Danke, sehr gerne. Danke, tschüss. Ciao. Für uns ist der Austausch mit der Polizei sehr wichtig. Und sehr schnell haben wir gemerkt, okay, die Empfehlung geht ganz klar zu den Alarmprodukten. Ich hoffe wirklich, dass wir im Boxstudio gut herausfinden können, wie gut der Ring funktioniert. Wie das wirklich in einer potenziellen Situation wäre, haben wir noch nicht ausprobiert. Und deswegen glaube ich, wird es eigentlich spannend, da wirklich mal mögliche Fälle durchspielen. Und ich versuche, diesen Ring auch drücken zu können in Situationen. Ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich habe sowas auch noch nie gesehen oder gehabt oder getestet auch. Deshalb würde ich sagen, dass wir uns jetzt umziehen gehen. Perfekt. Und dann starten wir. Lass uns das machen. Ja, gerne. Mein Name ist Rachel, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin schon 10 Jahre hier im Gym und 3 Jahre trainiere ich Frauen im Bereich Selbstverteidigung. Viele Frauen sind auf mich tatsächlich zugekommen und haben gesagt, hey, ich habe mal eine schlechte Erfahrung gemacht und ich möchte gerne wissen, wie ich mich da in Zukunft vorschützen kann. Und dann habe ich mir gedacht, klar, wir sind alle Frauen, wir müssen uns auch irgendwie supporten. Und das wollte ich gerne machen und habe dann halt irgendwie auch darin meinen Spaß gefunden. Okay, dann spielen wir jetzt mal die Situation durch. Du tust jetzt mal so, als würdest du nach Hause gehen von deinem Treffen mit deinen Mädels. Und ich bin der Angreifer. Ja, ich habe ihn gedrückt, ich habe ihn gerade gedrückt. Noch rechtzeitig, ja. Komme ich nicht mehr dran. Was mache ich jetzt? Eigentlich müsstest du dich auf den Rücken drehen. Ja. Soll ich mal mit voller Kraft? So, jetzt komme ich raus. Jetzt habe ich gedrückt. Genau. Jetzt habe ich gedrückt. Genau. Wird es halt nur, bis die Person kommt, die dir helfen kann, dauert es dir leider ein bisschen. Du stellst deine Beine auf. Ja. Und du pushst mit deiner Hüfte viel mehr. Viel mehr. Mehr. Und jetzt, wenn ich hier bin, müsstest du auch versuchen, hier raus, also hier aus deinen Arm rauszuhauen. Ja, wie mache ich das? Am besten streckst du deine Arme und umarmst mich quasi, also hier. Und jetzt, genau, und während du das machst, musst du gleichzeitig Hüfte und dieses Umarmen machen und mich zur Seite drehen. Okay. So. Und dann könntest du aufstehen Ja. und die Biege machen. Ja.
diese typischen Polizeieingriffe ja. würden, glaube ich, eher dazu führen, dass du dann nicht den Knopf drücken kannst, besonders wenn man mit der Hand so ja. ganz ungünstig gehalten ja. wird. Ja. Und ich glaube, alles normalen, gehen wir jetzt ja. mal von normalen ja. Fällen aus, ist es schon möglich, den Knopf zu drücken. Ja. Allein schon, weil du den Daumen ja noch hast. Also ja. egal, wo dein Ring sich befindet, an welchen Finger, du kommst mit dem Daumen immer eigentlich gut dran. Ich nehme sehr, sehr viel mit, also auch sehr gute Tipps von Rachel. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, zum Teil aus den Situationen rauszukommen und den Knopf auszulösen. Aber ich habe jetzt ein paar Griffe gelernt und auch verstanden, wie ich das machen kann, wenn ich in Situationen bin, die jetzt fast unmöglich sind, wo ich was drücken kann. Also ich glaube, wenn ich selbst keine Berührungspunkte mit Selbstverteidigung hätte, hätte mir aber den Ring zugelegt, würde ich mich auch sicherer fühlen. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt sind wir gespannt. Jetzt wird's spannend, Jürgen. Genau. Wie lange war der jetzt insgesamt drin? 4 Stunden. So, jetzt kommt der große Moment. Wir ziehen mal unser Vlies hier raus. Sieht aber recht trocken aus. Sehr gut. Ja, ja, also sehr, sehr gut. Was wir sagen können, ist, dass das Schalter dicht ist. Hätte es nicht geklappt, dann hätte man nochmal neu entwickeln müssen im Bereich des Interface, der Interface-Punkte zwischen Ringschiene und Schalter. Was immer einen Haufen Aufwand mit sich zieht, hätten sie sicher nochmal, ich würde mal sagen, ein Vierteljahr zurückgeworfen. Ja. Also das Wichtigste war eigentlich der Dichtigkeitstest. Was trotzdem für uns wichtig ist mitzunehmen, ist, dass wir uns auf jeden Fall nochmal die Software anschauen müssen vom Ring. Wir haben zum allerersten Mal alle Komponenten zusammen zum Testen. Und bin mal gespannt, ob es alles funktioniert. Ja, ich auch. Die Ladeschale, die kennst du schon. Es ist eigentlich so gedacht, dass du den Ring hier einlegst, das schließt und damit wird der Ring einfach aufgeladen. Dann nehme ich jetzt mal den Ring. Ja. Und löse mal aus. Genau, jetzt hat Jürgen auch noch eine Benachrichtigung bekommen. Wenn man das jetzt sich anschaut, dann sieht der Jürgen, okay, der David hat den Alarm ausgelöst um 16.03 Uhr. Entweder kann mich direkt anrufen oder sehen, wo meine Location ist. Und dann kann man entweder selber hingehen und helfen oder man ruft die Polizei an und sagt, dass Person XY gerade den Notruf ausgelöst hat und genau, wo man sich befindet. Der Ring ist durch, also da können wir jetzt einen Haken hintermachen. Ist jetzt final. Wir müssten wahrscheinlich an der Konstruktion vom Ladekästen noch was ändern, damit wir noch einen lauteren Alarm auswählen können. Aber ich glaube, heute haben wir auf jeden Fall schon mal einen wichtigen Meilenstein geschafft. Sicher ja. noch ein Weg, den wir gehen müssen, aber den gehen wir gemeinsam. Na, und wie sieht's aus? Wie sind die Tests gelaufen? Die Tests, die wir gemacht haben, sind echt sehr, sehr gut gelaufen. Vor allem der Dichtigkeitstest, das ist ja der, wo wir jetzt die ganze Zeit so gespannt waren, wo ich auch letzte ja. Nacht kaum geschlafen habe. Ja, okay, das sind ja schon mal sehr gute Neuigkeiten und ich bin mal sehr gespannt, was du nachher zu berichten hast. Jo. Bis später, ciao. Euch noch viel Erfolg. Ciao, ciao. Danke, ciao. Also es gab auf jeden Fall Momente, wo wir aufgeben wollten, beziehungsweise nicht ich, sondern er. Und ja, da musste ich ihn meistens immer wieder ein bisschen motivieren und sagen, das Produkt ist so wichtig. Wirklich, ich habe mit so vielen Freunden schon das Produkt versprochen. Wir müssen das jetzt weiterbringen. Dann hat sie auf mich eingeredet und am nächsten Morgen bin ich wieder aufgestanden, habe mich wieder an den Laptop gesetzt genau. und wieder gearbeitet. Also es gab schon ab und zu den Moment, wo man wirklich schon gedacht hat, einige, oh, ja. Aber es hat ja. sich schon gezogen manchmal. Ja. Aber so ist das nun mal, wenn man Dinge neu entwickelt. Und ja, das gehört dazu. Worauf ich mich am meisten freue in der Zukunft ist, wenn wir einfach Menschen retten können, Leben retten können und Personen einfach vor Übergriffen retten können und einfach helfen können mit unserem Produkt. Weil das war unsere Vision und wenn wir die geschafft haben, haben wir unser Ziel erreicht.